In Zeiten, wo fester Boden schwindet, der Mensch sich im Meer der Meinungen windet und etwas sucht, worauf er hoffen kann, fragt sich, worauf kommt es im Leben an? Können Menschen wahre Ruhe finden, entfernt von dem, der die Ruhe erdacht? Können mächtige Wunden verbinden und uns etwas geben, das Hoffnung macht? Wo sind die Helden und ihre Versprechen, womit sie die Bürden des Alltags heben? Wo Menschen die echten Helfern entsprechen, anstatt sich selber die Ehre zu geben? Doch in das Elend unserer Zeit kommt ein Wort aus der Ewigkeit. Es läuft und ruft bis an alle Enden, nennt den, der unsere Not kann wenden. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingibt. Drum wer ihm glaubt, nicht verloren geht, ewig lebt und einst vor Gott besteht. Aber wo ist dieser Held zu sehen, der uns so mächtig helfen kann? Wann wird er uns zur Seite stehen? Wie bricht er unseren Laster Bann? Komm, lass uns den Retter bestaunen. Es lohnt sich wirklich, ihm zu vertrauen. Im leidenden Gottesknechtes Lied, Gott durch Jesaja über ihn schrieb. Hört ihr nur her, so spricht Gott der Herr. Seht euch meinen Knecht nur an, ihm wird's gelingen, er bricht sich Bahn. Er wird erhöht die Höhen durchdringen und uns erstaunliche Botschaft bringen. So wie sein Anblick die vielen entsetzt, hat er die Heiden ins Staunen versetzt. Es schließt sich vor ihm der Könige Mund bei dem, was sie hören in jener Stund. Was keinem erzählt, wird an sie gehen. Was sie nicht gehört, wird vor ihnen stehen. Nur sagt, wer hat der Botschaft geglaubt? Und wer den Arm des Herrn erkannt? Wer ist der Schönheit ganz beraubt und sproßt doch auf im dürren Land? Man sah diesen Mann ohne Sympathie. Sein ganzer Anblick schreckte und weckte der Menschen Ablehnung und Apathie, so daß jeder vor ihm sein Haupt bedeckte. Wie einer, vor dem man das Antlitz birgt, verlachten wir seine schreckliche Qual. Ein Mann der Schmerzen, der doch um uns wirbt, hängt blutend dort am hölzernen Pfahl. Wahr ist's, dieser trug unsere Schuld, Mühsal und Schmerz voller Geduld. Misshandlung war ihm wohl bekannt, verlassen er von Menschenhand. Die Krankheiten, die uns überkommen, hat Christus am Kreuz auf sich genommen. Doch wir, die wir im tiefsten Herzen mit Freude seine Not bescherzten, sahen ihn schuldig von Gott geplagt, gebeugt und bestraft mit jedem Schlag. Wir standen bei den großen Mengen, riefen in lauten Sprechgesängen, fort, fort mit ihm, kreuziget ihn. Wir suchten dabei feiernd die Ferne, verachteten jene Warnung gerne, die mahnte, Gott müsse uns bestrafen. Wir irrten gleich verlorenen Schafen. Er wurde misshandelt von uns Menschen, doch beugte er sich, ohn anzukämpfen. Ruhig ging er auf seinem Pfad, den Mund er dabei nicht auftat. Seht nur, dort geht Gottes Lamm, stumm, gehorsam an den Stamm. Es trägt und hebt die Sünde der Welt, hat sich zum Gehorsam eingestellt. Ein Lämmlein geführt an seine Bank, an welcher es seinen Henker fand, verstummte es wie ein Mutterschaf, das schließlich auf seinen Scherer traf, so harrt es der Strafe mit Geduld und nimmt hinweg unserer Sünde Schuld. Würdig, ja würdig ist das Lamm, tönt der himmlische Lobgesang. Es hat sich für uns lassen schlagen, damit es Lied, Ruhm und Ehr mag haben. Drum kommt und betet nun mit mir an, den dorngekrönt und gekreuzigten Mann. Kniet vor dem König, der er dann nieder, besingt und ehrt ihn mit euren Liedern. Jesus erlöst euch vom Verderben, lässt euch das ewige Leben erben, vergibt euch eure Sünden gern. Drum auf, ihr Gläubigen, singt dem Herrn.